Heute ist Sonntag, mein Cheat Day, und ich wollte mir einen richtig leckeren Schokoladenkuchen gönnen. Und was darf dazu nicht fehlen? Schlagsahne. Und die habe ich natürlich vergessen. Zum Glück hat hier in Fulda mittlerweile der erste Tegu Teo eröffnet. Ich schaue mir das Ganze jetzt mal an und hoffe, Sie haben noch einen Becher Schlagsahne für mich. Schön, dass du da bist. Komm rein. Alles klar, das machen wir doch. Seit über 2 Wochen steht der Tegu Teo in der Lindenstraße und bietet als wahrscheinlich kleinster Vollsortimenter Deutschlands auf gerade mal 50 Quadratmetern über 950 Produkte aus den unterschiedlichsten Warengruppen an. Wir haben mit Thomas Stäb, Vertriebsleiter des Tegu Teo, gesprochen, wie das neue Konzept bei den Kunden ankommt. Bis jetzt hervorragend, muss man sagen. Mit mehr Kunden haben wir nicht rechnen können, weil wir wirklich gerade an Sonntagen sehr überlaufen sind, wo Menschen wirklich sehr lange Warteschlangen mit Abstand und mit Masken wirklich auch ordnungsgemäß in Kauf nehmen, aber wirklich darauf warten, dass sie ihren ersten oder zweiten oder dritten Besuch im Teo absolvieren können. Wir haben sehr viel positives Feedback, gerade im Hinblick des schnellen Einkaufs, weil ich so schön behaupte, schneller einkaufen als im Teo kann man nirgendwo. Und das ist das, was uns viele Kunden auch widerspiegeln, dass es einfach ist, dass es unkompliziert ist und keine große Erklärung braucht. So, wir befinden uns hier im Kühlraum des Tegu Teo. Und wie schon gesagt, ich brauche Schlagsahne. Also machen wir uns auf die Suche nach Schlagsahne. Milch und cremig. Das hört sich doch schon mal vielversprechend an. Aha, gefunden! Und damit ist nicht nur mein Cheat Day, sondern auch der Schokokuchen gerettet. So, ich habe jetzt, glaube ich, alles, was ich brauche und noch ein bisschen mehr. Dann fange ich jetzt mal an zu kassieren, würde ich sagen. Keine 5 Minuten im Tegu Teo und schon habe ich alles, was ich brauche. Und so einfach wie das Einkaufen selbst ist auch der Bezahlvorgang. Bargeldlos, kontaktlos und ganz schnell. Alles in allem also super easy und wirklich praktisch. Und dann würde ich sagen, ist der Sonntag gerettet. Danke, Tegu Teo. Osthessen News. Sehen, was bewegt.